Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill. You're just in it for the thrill. I'm in it for the ride. Campingfreunde, die CMT hat begonnen und ich habe auch schon einiges gesehen und ich kann euch sagen, die eine oder andere Neuheit ist wirklich interessant. Ja, ich habe ja von einigen von euch Aufträge bekommen, schaut mal das Fahrzeug an oder schaut ihr das mal an und ich konnte natürlich leider nicht alles erfüllen, weil der Ansturm auf die Fahrzeuge so enorm war, man hat wirklich zum Teil anstehen müssen und filmen war zum Teil gar nicht möglich, aber einiges habe ich trotzdem erreicht. So habe ich zum Beispiel gleich zu Beginn den Carrado T135 filmen dürfen. Ganz kurz wenigstens. Der war dauernd besetzt. Ich bin wenigstens mal reingegangen. Es gab ein paar von euch, die haben gesagt, hey Aki, schau dir doch mal den T135 an. Das ist zwar ein teilintegrierter, kein Kastenwagen, aber ich habe ja auch ein Glücksmobil dabei gehabt. Also es ist ja nicht so, dass ich hier alles andere verfechte, sondern es ist ja alles Geschmackssache. Und für mich persönlich ist einfach Kastenwagen am besten. Aber die anderen Wohnmobile interessieren mich natürlich genauso. Und der Carrado T135 scheint wirklich ein begehrtes Fahrzeug zu sein. Es war dauernd besetzt, dauernd hat sich eine Schlange gebildet. Und ich muss auch sagen, von der Länge her und von der Ausstattung her ist es wirklich ein sehr interessantes Fahrzeug. Leider konnte ich nicht so wahnsinnig viel filmen. Ich habe wenigstens ein paar Bilder gemacht. Also setzt mir nach, wenn ich nicht bis ins Detail gegangen bin. Aber immerhin konnte ich mir einen ersten Eindruck verschaffen. Ja, und dann ging es zu Womondo. Womondo hatte ich bis jetzt noch nicht auf meinem Channel. Womondo ist eine Manufaktur, die bauen Kastenwagen auf Opel-Basis. Und das war wirklich sehr interessant, einfach mal wieder was Neues zu sehen, ein neues Konzept zu sehen. Und die waren auch wirklich sehr, sehr, sehr aufgeschlossen und haben mir wirklich viele Details gezeigt. Diese zwei Fahrzeuge möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Viel Spaß! So, für den Reinhold muss ich jetzt mal noch den T135 von Carrado anschauen. Der hat mich gebeten, hey Aki, schau dir mal den T135 für mich an. Ich kann nicht selber auf die Messe gehen, also schau ihn dir mal bitte an. Und jetzt sind wir hier vor dem T135. Wir haben hier den T135 mit einer Stehhöhe von 195 und einer Länge von 5,95 m. Den schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe jetzt einen langen Teil integrierten dabei. Und da bin ich jetzt schon mal gespannt, da hat es französische Betten drin. Von außen macht das schon mal einen schönen Eindruck. Also Reinhold, ich gehe jetzt mal da rein, ne? Und schauen wir uns das Fahrzeug mal an. Aha, da liegen auch schon zwei drin. Reinhold, ich muss sagen, ja, doch, ist ein schönes Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob du schon drinnen warst, aber mir macht es einen guten Eindruck. Das ist natürlich ein französisches Bett, ist für mich jetzt nicht unbedingt das 9+Ultra, aber du suchst das sicherlich. Ich schaue mal schnell hier ins Bad rein. Okay, das macht einen super Eindruck. Ihr habt dann natürlich hier noch eine Abtrennung drin, wie ihr sehen könnt. Ja, also von dem her, ja, für die Länge kann man nicht meckern. Ja, also von dem her, wir haben hier drei Kocher wieder mit ohne Piezozündung, braucht man nicht. Und auch von der Verarbeitung her, haben die oben in Leipzig, in dem Werk von Capron, haben die natürlich extrem viel Erfahrung. Und ihr seht auch hier, die Verarbeitung ist wirklich das 12 mm Pappelholz, das ist okay. Das hier ist deswegen dünn, meiner Meinung nach. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig stabil. Wenn ich mir jetzt hier mal den Vergleich ziehe, Detlefs etc., also das Glücksmobil zum Beispiel, für den gleichen Preis. Aber ansonsten macht das einen vernünftigen Eindruck. Ne? Also Eberhard, top, schau es dir nochmal an. Auch von der Verarbeitung her ein paar Details. Ja. Wir haben ja keine Eltersgruppe drin, auf der Länge brauchen wir auch keine. Ne? Das wäre natürlich dann extrem, aber ansonsten macht es einen schönen Eindruck. Und auch von der Stehhöhe ist es natürlich nochmal was ganz anderes wie ein Kastenwagen, das ist ganz klar. Ne? Schönes Fahrzeug. Also auf die Länge kann ich nur Daumen nach oben geben. So, liebe Campingfreunde, jetzt seit Premiere mal bei VanFan eine neue Marke, die haben wir noch gar nicht auf dem Bildschirm gehabt.
und zwar die Firma Womondo. Ich sehe hier eine Variante mit dem Fiat, aber ich sehe hier eben auch zwei Varianten mit einem Opel. Da haben wir, das habt ihr bei mir noch nicht gesehen und ich zeige euch heute ja nur neue Sachen. Altbewährtes, ja. Ihr kennt ja schon meinen Cam Scout, aber hier ist ein Womondo und den zeige ich euch jetzt gleich mal. Wir haben hier einen Grundpreis, Kaufpreis mit ausgestattet, das komplett ausgestattete Programm. Wir gehen gleich mal rein, aber das hier, ihr seht schon hier, knapp unter 60.000, aber da ist jede Menge drin. Der Grundpreis ist bei 51,8 und jetzt schauen wir uns das Fahrzeug mal an, würde ich sagen. Wir haben hier den Herr Volkland. Grüße Sie, Herr Volkland. Servus, servus. Von der Firma Womondo. Sie sind jetzt hier bei der Van-Fan-Gemeinde. Ja, und euch. Wie gesagt, wir sind hier eine absolute Premiere. In dem Fahrzeug war ich noch nicht drin. Ja. Ich war schon in vielen Kastenwegen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Sie zu berichten haben. Firma Womondo, wo kommt die her? Also die Marke Womondo ist vor 3-4 Jahren gegründet worden von Herrn Siebrecht. Das ist Deutschlands größter Opel-Händler. Und die Marke ist jetzt letztes Jahr von Herrn Heid übernommen worden. Wir haben jetzt hier in Stuttgart Premiere mit zwei absolut top ausgestatteten Prototypen. Wir haben hier ein Fahrzeug mit sehr, sehr schönen Möbeln drin, in Hamilton-Eiche gehalten. Wir haben einen sehr offen gestalteten Grundriss. Es ist so gedacht, dass in der Mitte dann nochmal ein Brett reinkommt mit Federtellern und die Matratze. Wir haben hier einen Grundriss, der besticht natürlich durch einen wunderschönen großen Küchenblock. Wir haben hier einen Apothekerauszug für die Damen, wo man die Gewürze reintun kann. Alles mit Softclose natürlich. Wir haben hier komplett alle Schubkästen Softclose gehalten. Wir haben zwei Flammkocher, wir haben Spüle. Wir haben auch die Möglichkeit, dass man das Badezimmer relativ schön begehen kann. Wenn Sie kurz durchkommen, kann ich Sie vielleicht hinzeigen. Also ich bin der Aki, gell? Hallo, grüß dich, Aki. Das Sie kennen wir nicht, gell? Wisst ihr ja? Nee, und dann bin ich auch der Mario. Wir haben hier auch mal einen anderen Grundriss gestaltet. Und zwar, dass man einfach auch wirklich einen schönen großen Kleiderschrank hat. Ne? Okay, man kann da wirklich cool. auch Sachen einlegen. Hey, das ist mal was anderes, oder? Also wirklich. Ne? Und wir haben hier nochmal Einliegeböden, relativ groß. Und wir haben, wie gesagt, hier liegt dann das Bett drauf, das Polster kommt nach drüben. Aber so wie es aussieht, ist das schon eine Manufaktur. Also ja, definitiv. Ja? Also wir von der Firma Volkland stehen natürlich sehr für den Manufakturgedanken. Wir bauen Fahrzeuge natürlich auch individuell nach Kundenwunsch. Wir reden mit den Kunden, das dauert dann auch manchmal 2-3 Stunden. Aber die Leute kriegen ihre Wünsche bei uns erfüllt. Okay, was mir gut gefällt hier, ihr seht wieder, hier dieser Stoff, das ist natürlich auch von der Dämmung her, aber auch vom Ambiente ist das mega. Ne? Also wir haben, der Boden ist mit 25 mm gedämmt, das Dach mit 25 mm. Wir haben natürlich auch hinter dem Filz alles gedämmt. Und es ist natürlich auch für uns wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen. Ja. Ne, wir haben hier ein absolutes Fahrzeug mit einem hohen Wohlfühlcharakter. Wir haben hier das Badezimmer. Das Badezimmer ist relativ... So, jetzt schauen wir mal, ob hier auch die Firma Womondo hier mit dem Bad punkten kann. Ihr wisst ja, ich bin Raumbad-Fan. Womondo bietet wahrscheinlich kein Raumbad an, nach Kunden und schon, oder? Ja, schon, natürlich. Schon selten. Aber wir haben hier trotzdem extrem viel Platz, sehe ich gerade. Genau. Also wir haben jetzt das so gelöst, dass man einmal die Toilette hat und zum anderen hier mit einer Verriegelung das Waschbecken rausziehen kann und hat hier das Wasser. Natürlich ist der Brausestrauch auch ausziehbar. Wir würden dann natürlich optional einen Duschvorhang mit anbieten. Ja. Aber ihr seht eben, das fährt dann wieder rein, ist verschwunden. Ich habe hier mein Schrank, habe natürlich den Anschluss für die Steckdose, kann hier viel unterbringen. Ich habe einen großen Spiegel. Jetzt ist natürlich mein Bild drauf. Ist ein sehr, sehr schönes Bild übrigens. Und ich habe hier eigentlich auch für Menschen, du bist jetzt auch, Agi, ein bisschen mehr wie ich, aber man kann hier bequem stehen, wenn man den Duschvorhang sich vorstellt. Machen wir gleich mal den Aki-Test, würde ich sagen. Ja. Was mir auffällt, Mario, Fenster kann man sicherlich nachrüsten, alles kein Problem. Ja. Ich sehe ja für mich den absoluten Worst Case, kein Fenster drin im Bad, ja. Aber wahrscheinlich kein Problem, oder? Nein, das ist kein Problem. Wir haben das jetzt wieder über einen Pilzlüfter gelöst, ja. Einfach um es einfach mal alternativ darzustellen. Okay, ne? Okay. Prima, aber serienmäßig, so wie er hier steht, jetzt erstmal ohne Fenster. Genau. Ne? Okay, cool. Jetzt machen wir mal den Aki-Test. Der Aki geht jetzt mal in dieses Bad hinein. Ihr wisst ja, ich bin kein Festbad-Fan, aber trotzdem machen wir einfach mal hier einen Test. Ist das verkauftes Auto? Darf ich hier mit Schuhe rein? Du darfst mit Muss Schuhe man rein. Fragen, ihr wisst. Du darfst mit Schuhe rein. Okay, also hey, absolut, absolut ausreichend. Wow, ich bin überrascht, wirklich. Also muss ich sagen, der Road Cruiser, ihr wisst, der Road Cruiser B, der hat für mich bis jetzt eigentlich das geräumigste Festbad gehabt. Aber dadurch, dass man hier das Waschbecken hier versenken kann, ist das wirklich eine einmalige Sache, muss ich echt sagen. Man hat hier genügend Platz auch. Hier machen wir mal einen Sitztest. Perfekt, man hat hier wirklich Platz.
und auch vom Drehen und Wenden, man kann hier locker duschen. Wenn hier jetzt noch ein Fenster drin ist, dann ist das wirklich eine super Alternative, muss ich es wirklich sagen. Also Mario, habt ihr ein gutes Auto gebaut. Danke euch. Ja, für, was haben wir gesagt, wie lang ist der? 6,19 Meter ist der. 6,19 Meter Variante. Ihr habt aber auch 6,40 Meter im Angebot, nehme ich an. 6,85 Meter ist der beim Opel dann. 6,85 Meter ja. Ist der beim Opel. Okay, wir schauen hier gleich mal vorne in die Front rein, ins Cockpit. Wir sehen hier eben den Opel. Das ist ein Opel, wie heißt der? Movaro. Movaro, Opel Movaro. Movano. Opel Movano mit 170 PS. 70 PS. Ja, sieht gleich mal ein wenig anders aus wie ein Fiat, mal was anderes. Muss ja nicht immer gleich sein. Klar, die Kastenwägen sehen nicht unbedingt alle wahnsinnig toll aus, aber man muss ja auch nicht nach vorne gucken, sondern hier, schaut euch das mal an. Ja, richtig toll, schönes Ambiente. Da hinten fehlt mir vielleicht noch ein Fenster an der Seite, aber dadurch, dass da wirklich hier zu ist, sieht es wirklich toll aus. Das Fenster kann man optional dazu nehmen. Wir sehen auch hier noch eine andere Variante, das ich glaube der längere. Ja? Nee, der ist genauso lang, nur da haben wir halt das Seitenfenster optional drin. Ja. Ihr seht auch die Zeiss Rahmenfenster drin, ob der verbaut. Also wirklich für den Grundpreis von 51,8 ist der Grundpreis. Yep. Und dieses Fahrzeug, so wie es hier steht, yep. Messepreis mit allem drum und dran, 59, wie viel war es? Yep. 59 noch was. Ne? Also von dem her, wenn ihr hier auf die CMT kommt, schaut euch mal hier neben Pösselstand direkt die Firma Romondo an. Wirklich tolle Fahrzeuge. Mal was anderes, ja? Wie immer nur das Einheitsbrei. Also wirklich Daumen hoch. Mario, vielen Dank. Und weiterhin viel Erfolg. Ja? Können wir gebrauchen. Und viele Grüße an die Community. Alles klar, danke. So, wir sehen jetzt hier die andere Variante. Das ist der Opel Movano ebenfalls, ein Opel. Und wir sehen hier ein Romondo Momento Excellent. Ja, der hat auch 170 PS. Und der ist natürlich auch nochmal eine andere Variante. Also man sehen hier schon nochmal eine andere Grundausstattung hier. Also auch edel gemacht hier. Also schaut euch das mal an. Das ist natürlich genial hier. Das sieht toll aus, diese Optik. Und auch hier diese Tischoptik sieht wirklich toll aus. Gut, das ist natürlich alles Geschmackssache hier mit diesem Filz, ganz klar. Aber es hat natürlich einen Vorteil. Es dämmt. Und auch hier diese Optik von den Schränken, die erinnert mich natürlich ganz stark an den Cam Scout. Ihr wisst, der Cam Scout ist ja ähnlich, was das anbelangt. Und deswegen gefällt mir das Auto natürlich extrem gut. Hinten haben wir dann auch wieder Längsbetten drin. Ja? Und natürlich wieder die ganze Armada hier mit Schränken. Also da kann man gut zu zweit schlafen und hat hier trotzdem noch jede Menge Kleiderschränke. Und auf der anderen Seite hier diese Hängeschränke. Also wirklich ein durchdachtes Konzept. Das Bad ist wieder genau gleich. Toll, Romondo. So, und hier natürlich hier zwei, die ihr auch kennt, alle, die meinen Kanal abonnieren, die kennt ihr natürlich auch. Grüße und Helle. Hey, wie geht's euch? Gut, und dir? Ja, prima. Heute habe ich ja mal ein Glücksmobil dabei. Das bringt mir viel Glück wahrscheinlich heute. Mal schauen wir mal, und so wie sie lacht, kann das nur Glück bringen. Schaut euch das an. Ja, wer schlägt auf jeden Fall die Daumen. Habt ihr schon irgendwelche Neuigkeiten? Oder was hat da gerade gekommen? Nee, wir waren bei Hümer ein bisschen, haben uns umschauen nach den aktuellen. Okay. Aber schön. Heute machen wir erst einmal nur eine Rundumsicht. Prima. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns ja morgen beim Blogger-Treffen. Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Und dann werden wir mal schauen, was da noch los ist. Ja? Jawohl, alles klar. Ich auch. Hey, tschüss. Ja. Ciao. So, das war es auch schon wieder vom zweiten Teil. CMT. Ich habe natürlich ganz, ganz viel mehr gefilmt. Und die nächsten Tage werden mit Sicherheit noch einige Filme folgen. Unter anderem Megamobil. Ja, ich weiß, ich sage oft Mega. Das ist eins meiner Lieblingswörter. Das gewöhne ich mir auch nicht ab. Und deswegen war das Megamobil natürlich genau passend für mich, aber es hat mir auch so gefallen. Muss ich wirklich sagen, ein Top-Kastenwagen mit vielen Extras zu einem relativ günstigen Preis, finde ich, für die Ausstattung. Und da könnt ihr mal gespannt sein, was ich da zum Zeigen habe. Und da nehme ich euch beim nächsten Teil mit, beim Megamobil. Also bis dann, schaltet wieder ein, lasst ein Abo da. Ich würde mich wirklich freuen. Ihr werdet dann immer informiert. Ihr wisst, ein Abo kostet nichts. Lasst einen Daumen nach oben da. In dem Fall bis zum nächsten Teil von der CMT. Euer Aki. Bleibt gesund.